So, wo muss ich hin? Siehst du irgendwo einen Pfeil? Jetzt kommen wir nach rechts. Ja, aber Es führt normalerweise wieder ganz zeigt es nach einem auch rechts. einen Pfeil Ach am so. Kartenrand an, wo ich Ja, hin hast du muss. die Quest denn überhaupt markiert im... Ja. Da muss ich hin. Rotwassergrotte, Dunkelwasserpass. Ich glaube, das ist am nächsten dran. Wie findest du es denn bisher? Das ist eigentlich ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil Oblivion, das Add-on Shivering Isles, einfach großartig war. Da haben sie einfach mal eine neue Region gebracht, die vollkommen anders war, die total schön ungewöhnlich war. Das fand ich super. Mein Pferd steht Bis halb im Wasser. jetzt schon hungrig. Du hast doch gerade erst gefressen. Ja, aber ich habe jetzt auch lange Reisezeit hinter mir. Wobei Shivering Isles ja ein 30 € Add-on war und das hier Okay. kostet ja nur 20 €. Und No! warum bist du jetzt da runtergehüpft? Weil ich's kann. Hat ja nichts ausgemacht. Nicht so viel. Aber wie kommst du jetzt wieder hoch? Ich muss ja da gar nicht hoch. Ich bin ja Ach so, du musst woanders da. hingereist. Stimmt ja. Ja, das läuft gut. Probleme? Ein bisschen. Okay, das Wasser lässt mich hier nicht wieder raus. Dann solltest du die Schnellreisefunktion vielleicht nochmal, obwohl es klappt, ne? Ja, ich hab's runtergeschafft. Na, wenn da drüben nicht Opfer stehen. Und was ist, wenn du einfach... Oh, ein Drache. Oh. Und Weltenbummler bist du auch? Warum jetzt das? Ich habe wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Mindestanzahl an. Alter! Ob ich auch Drachen aussagen kann jetzt? Probier's aus. Das sind gleich zwei! Zwei. Ja, du bist ja auch ein heftiger Vampir. Kämpf mal bitte nur gegen die Drachen und nicht gegen die armen Leute hier, oder? Hier, Okay. sorg dir noch mal aus. Bin gespannt, Ah, wie ich die habe ja hier die drücken. Rückverwandlung. Oder? Nein, sehr schön. Ah, das ist wieder die Autoblende in Anführungsstrichen von Skyrim. Ja, da, Drache. Los, schnapp ihn dir. Weg. Er ist zu weit weg, oder? Nee, ich habe ihn erwischt, glaube ich. Du hast recht, es hat ihm. Naja, oder irgendwas hat ihn erwischt. Es stört die Dorfbewohner. Überhaupt. Doch, es stört. Du hast mehrere rote Punkte, oder? Schießt er auf dich? Nee. Nee, der schießt auf den Drachen. Das sind jetzt auch zwei Drachen, Das würde mich auch sehr 100%. stark verwirren, wenn zwei Drachen mein Dorf, das aus einem Haus besteht, angreifen. Und dann kommt noch Und ein da kommt noch Vampir. ein Papier. Das ist Overkill. Na. Halt doch mal still. Die Sache ist halt eben, dass ich jetzt auf den Drachen falsch reinschaue. Ja gut, wenn das überhaupt nichts bringt, das ist natürlich cool. Als Vampir gegen Drachen zu Vampir gegen kämpfen. Drachen, ja. Wo ist er denn hin? Ich will das nochmal genau sehen, wie du ihn aussaugst. Denn das war ja eine große Frage. Kann ich als Vampir jetzt Drachen aussaugen? Da. Die fliehen vor dir. Oder? Bin mir nicht sicher. Oder sie haben einfach keine Lust mehr. Aber die sind hier. Da ist noch ein roter Punkt auf jeden Fall. Drache, Drache, Das Drache, ist Drache, einer Drache. geflohen. Oh nein, es sind einfach nur Menschen, die sich miteinander. Warum prügeln die sich? Warum tut er dem Mädchen weh? Das Mädchen ist als Feind angezeigt. Das Mädchen ist als Feind Oder? angezeigt? Nicht der Soldat. Jetzt schon. Nee. Immer noch nicht. Ich, Und du hast einen Pfeil in der Fresse stecken. Das macht mir nichts. Soldat, der Sturmmantel ist zu mächtig für Tote erwecken. Okay, du Ich bin halt noch eine Pussy-Vampir. kannst nur Idioten Ja. wiedererwecken, die geistig schwachen.
Das Mädchen ist dein Feind. Warum? Das ist garantiert irgendeine andere Quest. Ja, vielleicht machen wir da jetzt mal einfach nichts. Ja, ich muss in die Richtung. Also das Mädchen jetzt zu töten, sehe ich nicht so richtig ein. Ich weiß, das geht auch gar nicht. Kinder töten in Skyrim? Ja. Idyllisch, wie du durch das Lager schwebst. Och. Und jetzt kommt wieder Drache. Ja, dann bitte teste das mal aus. Ja, wo ist er denn? Immer dasselbe mit euch. Vielleicht leckt er seine Wunden hier irgendwo. Da hinten habe ich ihn, glaube ich, gerade gesehen. Da ist er. Diese heißen Quellen wirken aber sehr einladend gerade, finde ich. Das kann auch an dem unglaublich tollen Sommer draußen liegen. Mir fliegt der Drache davon. Du kannst auch fliegen. Schweben. Das ist eher so die Billigvariante hier. Das sind noch viel mehr Gegner. Banditen? Wo sind sie denn? Kannst du nicht erst... Ah komm, jetzt hol ihn dir, da rechts. Beweis uns, dass es geht im Rangaufstand. Nee. Es geht. Ha! Und es ist sehr effektiv, wenn er erstmal am Boden ist. So, damit hätten wir die Frage geklärt. Es ist möglich, als Vampir Drachen auszusaugen. Und da kommen jetzt Drachen fertig. Hast du das? Ja. Hast du ihm gerade... So. Das habe ich auch nicht gesehen, dass ein Drache so weit den Berg runterkullert. Ich habe nur gesehen, wie er langsam einen Feldweg entlang rutscht. Drachenseele, Drachenseele, Drachenseele. Das ist tatsächlich Overkill. Also Vampirfürst und Drachen töten? Und schön, dass der Fuchs gleich noch ins Bild läuft. Was hier passiert? Irgendwo ist hier auch noch ein... Irgendjemand, der auf mich schießt. Ah. Ja, irgendwelche dämlichen Banditen. Ja, aber je mehr du Leute aussaugst, desto lichtanfälliger wirst du. Nee, desto weniger lichtanfällig bin ich. Ach so, okay. Und wie wirst du mehr lichtanfällig? Indem ich aufhöre, Leute auszusaugen. Aber dann wirst du stärker. Ja. Also momentan stärker. Und die Straßenräuber ist auch zu mächtig für Tote. Ich kann also noch keine Menschen. Was kann ich denn wahrscheinlich dann? Wahrscheinlich nur eh schon Tote. Also Skelette oder so. Das könnte sein. Also die Vampire am Anfang haben ja auch Untot erhoben und das waren... Die waren ja vorher schon untot. Recycling, ja. Sozusagen. Ich bin auf jeden Fall schwebend gut zu Fuß, das stimmt. Das ist fast so schnell wie mit dem Pferd, oder? In der Gegend war ich, glaube ich, praktisch noch gar nicht unterwegs oder nur sehr wenig bisher. Hier ist schon ziemlich cool. Das spielt sich jetzt auch völlig anders, oder? Wieso? Ist es jetzt effektiver als mit deinem Schleichseiler? Ja. Ich muss halt nicht schleichen. Und der Schaden war schon nicht von schlechten Eltern. Und das ohne Waffe und überhaupt. Und ohne Magie trainieren zu müssen. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich mein Gepäck befördere in dieser Gestalt. Aber das ist ja alles Magie. Es fällt in die gleiche Kategorie wie das schwimmende Pferd. Ja. Pferde können schwimmen. Ja, aber... Woher wusstest du, dass es da auf dich warten soll? Na egal. Es ist ein sehr gutes Pferd. Jedes Pferd ist ein sehr gutes Pferd in Skyrim. Naja, es gibt einige, die sind dämlich und versuchen Drachen anzugreifen, aber... Ich verwandle mich mal zurück, um auf die Karte zu gucken. Aha. Ich muss es jedes Mal wieder anwählen hier. So, Karte.
Oh. Ja. Da gab es garantiert Schnellere. Wie kommt man denn da hin? Vielleicht ist es doch einfacher, von Süden hinzukommen? Ja, wahrscheinlich. Ziemlich eindeutig sogar. Dann geh doch hier zu dem Zahn da. Jetzt sehen wir dich mal von vorne. Nee, das ist mein Cheffe. Aber wahrscheinlich sehe ich ihm sehr ähnlich. Ja, irgendwer hat es mit Man-Bat verglichen. Ja. Da stand übrigens gerade hier in den Untertiteln, dass man über die die Schnell-Taste, also über die Fähigkeiten-Taste drankommt. Ich finde das ein bisschen missverständlich formuliert, aber wir haben es selber rausgefunden. Das stand ja eben nicht da, als du rausgegangen bist. Ich glaube nicht. Huh? Irgendjemand will hier was von mir. Du bist nicht. Au. Ist nicht gut gelitten in Falders Zahn. Offensichtlich. Und dein Pferd wird auch noch angegriffen. Mein Pferd tötet die Hunde. Sehr gut, dann würde ich sagen, nimm dein Pferd und hau hier ab, denn das interessiert uns ja. Oder mach die zum Vampir. Damit haben sie bestimmt nicht gerechnet. Was, Orks? Dein Pferd steht im Weg? Oh, ich war an ihm dran und habe einfach nur meine Kräftetaste und ich habe ihn ausgesaugt, so richtig. Ah. Ist das alles, was ihr könnt? Ist dein Pferd gerade gestorben? Nee, oder? Nee. Oh, jetzt kriegst du aber doch ein bisschen aufs Maul. Ja, dann fangen wir mal wieder an zu schweben und... Was ist denn das hier von Ort, wo so viele bösartige Banditengesetzlose rumlungern. Ah doch, ich erinnere mich, ich war da mal, ja, da sind sehr viele von denen. Da musst du, glaube ich, in der Hauptquest hin und nicht in der Hauptquest, in der Politik. Mein Pferd, ihr Schweine! Nein! Wie hieß das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das hatte keinen Namen. Ceylans Pferd! Das war ein gutes Pferd. Ja. Wollt ihr, dass ich zurückkomme? Ihr kommt, es interessiert doch keinen jetzt, außerdem. Ja. Wo muss ich denn hin? Ich muss an Dulce durch. Warst du da noch nie? Doch, sonst wäre es ja nicht auf der Karte freigeschaltet gewesen. Aber warum sind die Leute nachgewachsen, wenn du da schon warst? Gute Frage. Also ich war da mal, aber ich bin mir nicht mehr sicher, im Rahmen welcher Quest. Vielleicht sind da neue Leute eingezogen. Denkbar. Banditen, Gesetzloser finde ich übrigens... Jetzt ist die Frage, kannst du einer Spinne das Blut aussaugen? Die hat ja kein... Er hat ja kein Säugetierblut, ne? Er hat ja kein Hämoglobin oder sowas. Das ist nur so gelbe Matsche. Und ich habe tatsächlich ihr Lebensblut absorbiert. Das ist ja widerlich. Aber ich kann auch wieder ein Talent verbessern. Das ist besser, ne? Die Musik bleibt weiterhin episch. Du bist ja auch episch. Ich glaube, bei der Mühle hier habe ich... Nee, es war eine andere Mühle, wo ich ohnehin schon mal Vampire gejagt habe. Und wieder eine Nirnwurz. Ich muss mir die alle mal merken hier. Sind die so toll? Die leuchten auch. Was macht Nirnwurz? Ich habe nie irgendwelche Kräuter gesammelt. In Oblivion konnte man einen extrem krassen Trank draus brauen. Und ich glaube, es gibt auch immer noch jemanden, der da hilft. Aber hier gibt es dann noch eine tollere Nirnwurz in Skyrim, die rote. Ist das hübsch. Und das Grauen kommt näher. Muhaha. Ja, das sieht doch gut aus. Nicht die Ruine. Hinter der Ruine. Ihr hättet nie herkommen sollen. In der Ruine, glaube ich. Gott, bist du effektiv. Da ist doch noch jemand. Ja, ja. Und dann ist auch vorbei.
Hast du gerade irgendwelchen Moosen die Lebenskraft ausgesaugt? Hatte ich? Vermutlich. Darf ich dich immer noch nicht beleben? Na, na, na? Oh. Yeah. Weil ich tollerer Vampir bin, kann ich jetzt endlich mal Leute wieder beleben. Sie sieht aber frisch aus für eine Untote. Ja, sie ist ja auch gerade erst gestorben. Aha. So. Hast du gehört? Gehirn. Nicht? Ja, vermutlich. Lebensblut von Spinnen. Bin mal gespannt, wie viele man, wenn man so Fortschritte macht, wie viele Untote gleichzeitig man durch die Gegend schicken kann. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann so ein Chor. Jetzt mal zum Strategiespiel hier. Hey, das ist was für ein Brutal Legend. Das fliegender Dämon, Untote durch die Gegend. Ich bin. Ja, da, das hatten wir ja doch schon mal. Du passt hier nicht rein. Ich pass nicht durch die Tür. Dann verwandle dich doch mal zurück. Das ist jetzt aber kein Bug, oder? Meinst du nicht? Das ist ein Feature. Ah, ich muss schon wieder die Kraft neu auswählen. Das ist doch. Ja. So Mäuse melken. Verwandel dich. Habe ich meine Untote dabei? Ich glaube nicht. Mhm, na toll. Wie soll die auch eine Leiter runterkommen? Aber du kannst ja gleich neue Untote machen. Portier. Portier? Hätte ich ihn vielleicht nicht töten. Er sagte, oh. Aber er wurde doch, wurde er als rot angezeigt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe einfach auf geschossen. Okay. Aber da das hier auch alles Clown ist, ist das, glaube ich. Ja, dann guck doch mal, was er dabei hatte. Irgendjemand hustet die auch ganz laut. Und es ist wahrscheinlich nicht der tote Portier. Nichts Wichtiges. Nichts Interessantes. Ja, warum sollte er kein Feind sein? Die Heini ist oben. Mocht mich auch. Du musst dann diesen Adligen befreien, ja? Oder was? Ich muss den Adligen befreien? Keine Ahnung. Ich muss hier meinen Kelch füllen. Ja, ja, aber vielleicht kannst du auch den Adligen befreien, der da so erbärmlich hustet. Die da so erbärmlich hustet? Nein, ach, das ist die Empfangsdame. Du, ich glaube, das hier ist sowas wie eine Therme, oder? Nee. Eine geheime Therme? Ach so, weil es eine Grotte ist, oder wie? Nee, weil es so mit Empfangspersonal ist, ist es wohl eher ein Gefängnis, okay? Heißt es beim Gefängnis auch Portier? Bin mir nicht sicher. Warum husten die so? Vielleicht ist das so eine Art Opiumhöhle. Kaiserlicher Deserteur? Hust, hust. Red doch mal mit ihm. Adeliger Hust, hust. Ich versuch's, so. Aber er redet nicht mit mir. Mann, ist das ein Gehuste hier, das geht mir auf die Nerven. Okay, hat dich jemand meine Feinde entdeckt? Ja, ich bin ja auch nicht geschlichen gerade. Achso. Lol. Steht direkt vor dir, sieht dich nicht. Schade. Die Empfangsdame hatte ich jetzt auch gesehen, oder? Ja. Spannendes Duell. Sie ist nur Händler. Aber ich habe sie durch ein Pfeil ins Knie getötet. Der Boden ist aber auch ganz schön glatt hier. Hast du es gesehen? Ja. Was hat sie denn dabei? Ich glaube, der könnte wichtig sein. Rotwassergrotten-Hinterzimmerschlüssel. Ein tolles Wort. Rotwassergrotten-Hinterzimmerschlüssel. Zieh mal den Pfeil wieder raus, bevor irgendwelche blöden Witze kommen. Zu spät. Ich habe das Gefühl, den Schlüssel brauchst du hier, denn das könnte das Hinterzimmer sein. Hat es das richtige Gefühl. Ja. Das Hinterzimmer ist wesentlich größer als der Rest des, der Anlage. Ja. Was machen sie mit dem Zeug hier und wofür soll es gut sein? Das hätte man vielleicht rausfinden können, wenn man mit irgendjemandem geredet hätte, der bereit gewesen wäre. Es sah aber nicht so aus, als wäre jemand bereit gewesen, hier zu reden. Nee. Findest aber offensichtlich sicher, kochen sie hier irgendetwas aus dem roten Wasser. Du findest hier aber bestimmt ein Tagebuch oder sowas. Schauen wir mal. Und da...
Das war tödlich. Ist ihm voll in die Nieren geschossen. Schlafbaumsaft. Was auch immer. Und wo ist jetzt die Quelle? Naja, da zeigt sie doch noch was an. Oben. Mhm. Warte, mach mal die Karte auf. Karte? Ich glaube, du musst. Ja, ich glaube, das ist noch ein etwas ausführlicherer Dungeon. Ja, oder du gehst rechts lang. Oder kommst du daher? Das hier zieht sich sowieso, glaube ich, alles nur um dieselbe Höhle rum. Wir stellen uns mal voll ins Licht. Ist da jemand? Hä? Weiter? Vampir Dina. Aha. Interessant. Ist da jemand? Wie der? Schön, dass es eine Multikulti-Höhle ist hier, ne? Ja. Ist dir gar nicht aufgefallen. Multikulti, weil da zwischendurch auch ein Khajiit war und so? Nein, weil der eine Deutsch und der andere Englisch gesprochen hat. Achso, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Gib mir meine Pfeile wieder. Das ist praktisch an Gegnern, die zu Asche zerfallen, da kriegt man sein ganzes Zeug leicht wieder rausgefrummelt. So, so. Oh nein, eine Brücke, die oben ist. Wir müssen garantiert irgendwo einen Hebel finden, um sie zu aktivieren. Da bist du ja ganz groß drin. Wie lange habe ich letztes Mal gebraucht? Ich habe das meiste rausgeschnitten. Danke. Wenn du einen siehst, sag Bescheid, ne? Ich mach doch mal nochmal die Karte auf, damit wir wissen, wo wir eigentlich hinwollen, aber... Außerdem sehe ich gerade den Hebel. Ich glaube, hier drüben über die Höhle macht ist schon Sinn. Okay, gut, du hast den Hebel gefunden. Das ging schnell. Dieses Gehuste. Ja, schlimm, ne? Also offensichtlich ist das Zeug echt ungesund, was hier in der Luft ist. Das fühlt sich wie im Wartezimmer vom Arzt. Meinst du, ich kann mich anstecken? Mit Viren? Oh, hier steht jemand mit meinem Helm. Also dem Duvakin-Helm. Du hast ihn schon wieder erschossen, bevor... Naja. Problem? Dass es einem nicht anzeigt, ob etwas ein Feind ist oder nicht, wenn man schleicht, finde ich... Es zeigt dir nur Feinde an, die dich entdeckt haben. Ne? Genau. Ja. Oh, hier ist irgendwo ein Skelett in der Nähe, ich höre es knarzen. Sackgasse. Fuhrwaff. Links ging es nicht weiter? Von hier kam ich, ne? Genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist hier vielleicht. Da. Ja. Skelett. Mach's tot. Es ist schon tot. Jetzt ist es richtig tot. Wenn es jetzt noch den anderen Gegner mitgerissen hätte, wäre ich echt beeindruckt. Ja, du bist gut. Nein, ich habe gute Werte. Das ist ein Unterschied. Ist das auch eine Sackgasse? Sieht ein bisschen so aus, ne? Oder? Ja, toll. Und jetzt? Zeig nochmal die Karte. Aber nee, aber eigentlich muss es nicht. Weitergehen. Da ist vielleicht ein Geheimgang. Da kommt ja auch Luft raus. Hier, das ist ja, doch eigentlich hier muss man ziehen. Ich habe unseren Geheimgang perfekt getarnt. Mit diesem Zugring an diesem auffälligen Drachenkopf. Ja. Aber wir hätten es ohne Karte nicht gesehen. Also. Das stimmt. Hier zieht's. Ah, hier hat jemand seinen Sarg aufgebaut. Da hat jemand seinen Hund dabei. Das kommentieren wir nicht. Ey. Weißt du, jetzt kannst du ihr auch die Lebenskraft ausziehen, entziehen. Und dann könnt ihr stundenlang hin und her Ball spielen mit euren Lebenskraft. Mit unserer Lebenskraft. Meinst du, das ist so ein Vampirsport? Vielleicht. So eine Übung. So, ist es noch weit?
Ich hoffe nicht. Nein, da oben ist schon die Tür, zu der ich hin muss. Und? Hier läuft. Sehr gut. Raus. Woher hat die Rotwasserquelle wohl ihren Namen? Wahrscheinlich ist es eine Quelle mit rotem Wasser. Und offensichtlich ist irgendetwas da drin ganz toll giftig oder sonst irgendwie ganz toll, dass sie das da alles ausgekocht haben. Und ich glaube, es ist nicht gut für die Lunge. Ich wette, wenn wir ein bisschen gründlicher gesucht hätten, hätten wir irgendwo auch Dokumente gefunden, die uns das erklärt hätten. Aber... Aber das ist ein Let's Play und nicht Let's Bore the Listeners to Death. Da liegt zum Beispiel ein Buch. Ein interessantes Banner. Ist das ein neues Buch? Finaris Wulpins Tagebuch. Regal, Pfandhaus, ein interessantes Buch gefunden, kurz beschrieben. Ja, eine Quelle, die in Himmelsrand zu finden sein könnte, Ruine. Das ist wieder eins von diesen Büchern mit 98 Seiten, oder? Quelle, ja. Merkwürdiges rotes Wasser sprudelt aus dem Boden. Die Blutquelle entspricht nicht ganz dem, was ich mir erhofft hatte. Ihr entspringt zwar tatsächlich Blut, das auch große Kraft verleiht, aber es taugt nicht als Nahrung, da die Wirkung nur kurze Zeit anhält. Ist sie verflogen, lässt sie nur einen geschwächten Körper und Geist zurück. Ah, es macht abhängig. Aha, das war ein Vampir, der das gesucht hat. Und den Vampiren hilft es nicht wirklich, aber Menschen werden davon einfach nur süchtig und krank. Und dann überlegt er, dass er damit auch offensichtlich das Nahrungsproblem lösen kann. Das heißt, die Leute, die am Eingang waren, sind nur diejenigen, die sie mit Drogen ruhig stellen, um sie auszusaugen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Aber das wird uns auch nochmal hier erklärt. Welche Stimmen, vermutlich. Ja, geh nochmal zurück zu dem Loch. Rechts? Zu dem? Ja. Ich nehme an, ich muss die Tür daneben aufmachen und dann mit dem Ring wieder was anderes aufzumachen. Okay, da kam es doch nicht her. Zauberei. Vielleicht ist das eine der Abkürzungen, die man erst auf dem Rückweg bemerkt, wenn man wieder raus will und dann einen kürzeren Weg kriegt. Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Hintergrund eigentlich für so eine simple Besorge mir Paraphernalium X. An Ort Y. Ja. Aber nachdem wir dieses Mysterium jetzt ja gelöst haben, würde ich sagen, es ist Zeit, um diese Folge zu beenden. Oder? Ja. Das nächste Mal machen wir weiter, wie ich hier Leute töte, ohne dass sie mich sehen. Ich freue mich schon drauf. Was ganz Neues. Bis dann. Tschüss.